Herzlichen Dank, Herr Klim, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich war vor nicht allzu langer Zeit im Alten Museum und hatte die Gelegenheit, mit meinen Kindern einen wirklichen Märchenerzähler zu erleben. Seitdem ich das Glück hatte, würde ich es mir nicht anmaßen, so etwas selber zu versuchen. Das war große Kunst und hat im Übrigen auch anderthalb Stunden gedauert. Auch damit würde ich Sie nicht langweilen. Nein, ich will Ihnen ein wenig erzählen von dem äh, Fall, der durch die Gazetten gegangen ist unter dem Stichwort äh, die Knipsgebühr. Ja. Ähm, es ist kein Märchen, ähm, allerdings in der Begrifflichkeit sehr wohl. Ähm, das war der Aufhänger mehr nicht. Es wurde immer unter Knipsgebühr subsummiert. In Wirklichkeit versteckt sich da etwas anderes hinter, und das werde ich versuchen, Ihnen darzustellen. Insofern passt das auch sehr gut zu meinem Vorredner. Ich vertrete da in der Tat diametral andere Ansichten. Nicht so sehr, weil ich jetzt in diesem Falle von dem Fall berichte, sondern weil ich auch zutiefst davon überzeugt bin, dass in der Gesellschaftlichen Diskussionen um eine ähm, Justierung unserer geistigen Schutzrechte, die im Gange ist und die ich für sehr, sehr wichtig halte, die äh, Zuordnung des Eigentumsbegriffs für ziemlich äh, zentral halte. Ähm, und ich glaube, dass wir in, in bestimmten Details in der Tat über das Ziel hinausschießen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das sind einige Ansätze drin, die ich durchaus teilen kann. Aber im Grunde ich doch glaube, dass die die Herangehensweise, die wir haben mit den Schutzrechten, richtig ist. Sie werden allerdings, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, an einigen Stellen übertrieben. Und das gilt es, denke ich, einzugrenzen in nächster Zeit. Nun aber zurück zu meinem meiner Knipsgebühr. Eigentlich gäbe es ja viel wichtigere Dinge in Potsdam, über die man reden könnte. So schöne Aufmacher wie diese, diesen Zeitungsbericht. Da gibt es wirklich spannende Menschen, die in Potsdam leben, die interessante Sachen machen, wie sich darum kümmern, ob sie vielleicht demnächst Unterwäschedesign machen und von ihrem bisherigen Abstand nehmen. Aber das habe ich natürlich nicht nur deshalb ausgewählt, sondern auch, weil es dort ein Bild im Hintergrund von Sanssouci darstellt. Denn darum ging es. Ich will Ihnen im Folgenden kurz darstellen, wie dieser Fall sich entwickelt hat und wo er derzeit steht, eine kurze Ausgangslage Ihnen schildern, dann ganz kurz nicht zu juristisch die bisherige Rechtsprechung darstellen und dann einen Ausblick auch geben auf das, was uns auch in der Diskussion, denke ich, begegnen sollte. Und dann wird man sehen, dass das sehr viel mit den eben auch schon angesprochenen Themen rund um den Umgang von geistigen Gütern in Kulturinstitutionen zu tun hat, auch wenn, um es ganz deutlich und gleich zum Anfang zu sagen, dieser Fall nichts mit Urheberrecht zu tun hat. Der Fall hat aber sehr viel mit dem Thema Zugang zu tun und deswegen passt er in der Tat, glaube ich, ganz hervorragend in unsere Veranstaltung. Zunächst mal ein kurzer Rückblick auf das, was lange Zeit in Deutschland völlig undiskutiert war. Insofern hat mich auch die Aufregung, die dieser Fall verursacht hat, ein wenig überrascht. Es ist gängige Praxis äh, nahezu sämtlicher deutscher Kulturinstitutionen, und da spreche ich jetzt sowohl für ähm, die eher museal orientierten Institutionen als auch die, äh, wenn ich jetzt mal die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten nehmen, die eher im Außenbereich äh, auch einen Großteil ihrer ähm, zu verwaltenden Anlagen haben, ähm, das diese Institutionen den Zugang äh, in der einen oder anderen Form, ich will mal nicht sagen kontrollieren, sondern reglementieren. Ähm, das kennt man weltweit. Das gibt es äh, in den äh, Schlössern in, ähm, in England, genauso wie in Versailles oder in Schönbrunn. Ähm, aber es gibt es eben auch natürlich, und das kennt jeder von uns, ähm, in, äh, in kunsthistorisch orientierten Museen, ähm, in denen Sie nicht hineinlaufen können mit einem Blitzlichtapparat und sich vor Rubens aufstellen und erstmal ähm, Ihren starken Blitz dort ausprobieren. Ähm, das ist gängige Praxis und ähm, geht zurück unter anderem, das existiert aber auch viel länger schon, auf einen Beschluss der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1992, die die Institutionen aufgefordert hat, ähm, entsprechende äh, Regelungen zu treffen, die auch das werden Sie gleich wieder sehen, nicht nur den Zugang reglementieren, sondern auch die entsprechenden Regelungen enthalten, wie der Zugang zu ermöglichen ist, wie also die öffentlichen Institutionen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert sind, gewährleisten, dass Forschung und Lehre stattfinden kann, dass zum Beispiel eben das Bild, was wir gerade gesehen haben, öffentliche Berichterstattung stattfinden kann. Dazu gleich im Detail noch mehr. Daneben... Gerät natürlich auch bei öffentlichen Institutionen, Kulturinstitutionen immer mehr die Finanzierung in den Mittelpunkt. Ich werde gleich einige Zahlen von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten nennen, die deutlich macht, über was für Summen wir da reden. Natürlich kann eine in Anführungsstrichen Knipsgebühr, ich finde dieses Wort wirklich fürchterlich, ähm, da keinen wirklichen ähm, substanziellen Beitrag zu leisten, aber sie kann ähm, einen entsprechenden Beitrag im Bereich der Dokumentation und Informationszentren leisten, die durchaus äh, wertvoll sind, um einen Aufbau dort zu ermöglichen. Ähm, wie wird das jetzt äh, juristisch diskutiert, diese, diese Frage, ob es überhaupt einen solchen... Eine solche Reglementierung geben soll. Das kann man in zweierlei Richtungen diskutieren. Wir werden uns auf die zweite jetzt konzentrieren, weil das auch Kern des, der rechtlichen Auseinandersetzung war. Man kann es aber auch rein vertragsrechtlich regeln. Viele Museen regeln das vertragsrechtlich. Da ist es auch einfacher, weil man mit dem Kauf einer Eintrittskarte gegebenenfalls allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, wo auf der Rückseite einfach draufsteht, gewerbliches Fotografieren untersagt zum Beispiel. Das haben wir bei den äh, bei Schlösser und Gärten ebenso diskutiert und ähm, es wird auch weiter diskutiert, das haben die Gerichte aber ähm, eher am Rande mit erwähnt, als dass das eines der, der Kernthemen dieser Auseinandersetzung war. Kernthemen war die Frage der eigentumsrechtlichen und hausrechtlichen Lösung. Und da muss man sich zunächst mal eins ganz klar machen, und deswegen ist dieser Begriff Knipsgebühr auch völlig falsch. Es geht nicht darum und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, Kläger wie Beklagter und andere Institutionen, die in dieser Diskussion mitwirken, dass das Fotografieren ein Eigentumseingriff sei. Nein, das ist es nicht. Das Fotografieren ist völlig neutral. Aber die Argumentation ist wie folgt, die spätere und bitte genau hinhören, gewerbliche Verwertung dieser Fotografien, die weist in den sogenannten Zuweisungsgehalt des Eigentümers ein. Der Eigentümer kann also bestimmen, wer diese Fotografien gewerblich ähm, verwertet. Das ist ähm, der Kern der rechtlichen Auseinandersetzung. Und äh, völlig klar, insofern ist das ganz wichtig, auch in dieser Diskussion um Zugang äh, und um freien Zugang zu diskutieren, völlig klar ist, das funktioniert bei einer öffentlichen Institution natürlich nur, wenn auch den Belangen der Öffentlichkeit Rechnung getragen wird, wenn also aktuelle Berichterstattung freigestellt wird, zeitgeschichtliche Berichterstattung mit öffentlichem Interesse, wissenschaftliche Gründe oder angemessene Werbung für die Stiftung. Das sind die, grob gesagt, es gibt noch ein paar weitere, die groben vier Ausnahmen, die die Stiftung sich ohnehin selbst gesetzt hat und in der, bei deren Vorliegen sie selbstverständlich keinerlei finanziellen Aufwendungen für die Verwertung ähm, verlangt. Das heißt, in der Diskussion um, den, um die Fra Frage des, ähm, dieser Knipsgebühr wurde immer gesagt, es würde damit verhindert, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung überhaupt noch stattfinden könnte. Das äh, kann ich also definitiv äh, zurückweisen. Die, ähm, die entsprechenden Richtlinien der Stiftung sehen genau für diese Gründe einen freien Zugang zu, vor. Äh, wohlbemerkt, äh, freien Zugang insofern, als das dann frei verwertet werden kann. Es muss eine Kontrolle stattfinden, wie eine Eingangskontrolle bei jedem. Fußballspiel bei jedem Museumseintritt und ähnliches stattfindet, um zu kontrollieren, wer überhaupt hineingeht, damit man dann auch weiß, wer, es entsprechend, wer die entsprechende Genehmigung nachgesucht hat. Das gibt es ja wohl, aber es gibt dann keinerlei Zustimmungserfordernisse für die spätere Verwertung in, in diesem Zusammenhang. Ausgangspunkt, und deswegen hat mich auch so gewundert, was für ein Wahnsinnsaufriss um diesen Falsch am Anfang gemacht wurde, war eine Entscheidung schon aus den 70ern die bei Schloss Tegel spielte, Schloss Tegel allerdings in privater Hand, insofern ein wenig unterschiedlich zu beachten, betrachten, die das damals schon so festgestellt hatte, dass die gewerbliche Verwertung eines ohne Genehmigung angefertigten Fotos einer Zustimmung bedarf. Dann wurde, hat der BGH das weiter ausgeführt in seiner Friesenhausentscheidung. Das ist eine etwas andere Konstellation gewesen. Dort war es ein privates Haus. Was allerdings von einer öffentlichen Straße aus fotografiert wurde. Und da hat der BGH im Umkehrschluss dann gesagt, das wiederum ist erlaubt, denn solange man sich auf einer öffentlichen Straße befindet, mit dem Gedanken, den es aus dem Urheberrecht gibt, kann man ohne Zustimmung nicht nur fotografieren, sondern auch verwerten. Und dann etwas, was ähm, relativ wenig Beachtung findet, aber was man, glaube ich, noch im, im Blick halten sollte, ähm, ist diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Hörfunkberichterstattung. Ähm, unsere gesamte Fußball-Bundesliga- und Champions League-Konstruktion funktioniert exakt so, nämlich über das Eigentums- und Hausrecht. Ähm, auch FC Bayern München. Und die Hertha, gut, die Hertha hat gerade ein paar andere Probleme, aber ähm, jedenfalls na, natürlich auch die in der zweiten Liga, keine Frage. Ich bin Gladbach-Fan, deswegen darf ich das hier sagen. Ähm, auch die äh, in der zweiten und dritten Liga natürlich ähm, kontrollieren ihre Berichterstattungsrechte über Eigentum und Hausrecht. Das heißt, es ist die juristisch exakt gleiche Konstruktion wie den Eigentums wie den, die Zugangskontrolle bei Museen und anderen Kulturinstitutionen. Auch das hat der BGH festgestellt, dass das rechtlich nicht angreifbar ist. In diesem konkreten Fall ging es, kombinierte der Sachverhalt ein wenig die verschiedenen Konstruktionen, die wir bisher hatten. Und vor allen Dingen, es ging einerseits um eine Plattform im Internet, die ähm, für die Presse vor allen Dingen Fotografien bereitstellte, und zum anderen ging es um einen äh, Anbieter, der selbst eine Aufnahme in, im Parc von Souci unter Umgehung dieser Genehmigung gemacht hatte und eine DVD daraus hergestellt hatte, die er dann äh, vertrieben hat. In diesen, dieser konkreten Konstellation hat der BGH noch einmal bekräftigt, was ich eben gesagt habe, nämlich, ähm, dass ähm, die gewerbliche Verwertung Amen. Um die nicht nur die Anfertigung, sondern Anfertigung mit der Verwertung, gewerblichen Verwertung von Fotografien dem äh, Grundstückseigentümer zusteht. Ähm, und hier war eben die besondere Frage, öffentlich-rechtliche Institution, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Ja, die öffentlich-rechtliche Institution ist verpflichtet, diesen Zugang zu gewähren zu den, ähm, dargestellten, in den dargestellten Fe äh, Fallkonstellationen. Aber nein, es gibt nicht etwa einen besonderen Eigentumsbegriff. Der Eigentumsbegriff ist, Sei es nun FC Bayern München äh, in, in seiner Fußballarena oder sei es äh, Schloss Sanssouci, äh, derselbe Eigentumsbegriff. Wie gesagt, dieser Eigentumsbegriff ist eingeschränkt bei einem öffentlich-rechtlichen Träger durch die Notwendigkeit, äh, Zugang zu ermöglichen. Dann gab es noch weitere Themen, die aber für unseren Fall heute für unsere Diskussion heute überhaupt keine Rolle spielen. Inwiefern der Portalbetreiber, wenn die eine Haftung traf und Schadensersatz für und so weiter, das ist momentan wieder beim BGH wird wieder verhandelt, wobei das eher ein aus meiner Sicht eher ein Randthema ist. Darum geht es nicht vordringlich. Wichtig ist, dass der Bundesgerichtshof noch einmal festgestellt hat, dass die dass wir in Deutschland keine zwei Eigentumsbegriffe haben. Es gibt ein Eigentums, einen Eigentumsbegriff, der möglicherweise bei einer öffentlich-rechtlichen Kulturinstitution überlagert ist. Das halte ich auch für völlig richtig. Aber ähm, die, äh, der, der Eigentumsbegriff selbst verändert sich nicht. Wir haben also nicht etwa äh, zwei Formen von Eigentum, je nachdem, wer der Träger des, äh, des Eigentums äh, äh, ist. Äh, ich hatte schon erwähnt, angesichts der Zeit will ich das jetzt nicht vertiefen, es gibt auch die Möglichkeit, dass man das vertragsrechtlich löst. Beim Museum bietet sich das eher an, weil man da eben vertragsrechtlich in den, über die, die, die Eintrittskontrolle noch, noch besser eingreifen kann. Da kann man das theoretisch genauso machen, natürlich auch mit den genannten Ausnahmen, die Zugangsermöglichung für die genannten Punkte. Wenn Immer rein hypothetisch unterstellt, die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten würde für wissenschaftliche äh, Zwecke oder auch ähm, für öffentliche Berichterstattung keinen freien Zugang ermöglichen, würde sie sicherlich von den Gerichten unter Hinblick auf diese Einschränkung ihres Eigentums ähm, äh, das vorgehalten bekommen. Das, was ich jetzt hier dargestellt habe, ist aus meiner Sicht völlig konsistent auch mit unseren Grundrechten. Wir haben ein Grundrecht der Informationsfreiheit, das allerdings, um es nochmal deutlich zu sagen, das wird oft in, den, in der Diskussion auch verwischt, sich aus allgemein öffentlichen Quellen speist, allgemein zugänglichen öffentlichen Quellen. Es gibt also nicht etwa ein grundgesetzlich per se vorhandenen Anspruch auf Zugang, wenn Sie zum Beispiel ein Beispiel, da komme ich gleich nochmal drauf, ist, wenn ich ein älteres, äh, möglicherweise nur in einem einzelnen Exemplar vorhandenes Buch in meiner privaten Bibliothek habe aus dem 16. Jahrhundert, haben Sie aus dem Eigentums, aus, aus dem Grundrecht der Informationsfreiheit nicht etwa einen Anspruch bei mir einzubrechen und dieses Buch sich zu besorgen. Äh, ein solches haben wir noch nicht. Möglicherweise müssen wir über einen solchen, solchen Anspruch diskutieren. Da komme ich gleich zu. Ähm, die Pressefreiheit ist meines, meines Wissens oder meines, meiner festen Überzeugung auch nicht betroffen. Wir müssen im Übrigen auch hier sehen, es ist ein, ein klassisches Abwehrrecht gegen staatliches Handeln. Es wäre allenfalls also eine mittelbare Drittwirkung denkbar, ähm, die äh, in, in dem vorliegenden Fall, wo es um die Möglichkeit ging, selbst Pressebilder anzufertigen, nicht betroffen war, denn das ist frei möglich nach den Richtlinien. Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Und da ist auch genau mein Punkt, mit, wo ich Ihnen, äh, mit Ihnen nicht übereinstimme. Äh, am Ende des Tages geht es ja leider doch oft nur ums Geld, äh, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn wir sehen, dass äh, das sind jetzt hier einige Zahlen der äh, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die ein Gesamtbudget von etwa 70 Millionen Euro pro Jahr haben, davon äh, kommen etwa äh, 70, 40 Millionen Euro durch öffentliche Zuschüsse, äh, Zuschüsse äh, zustande. Sie haben große Schwierigkeiten mit Kostensteigerungen, Tarifsteigerungen. Das ist, glaube ich, in jeder Kulturinstitution gleich. Sie haben einen Gesamtinvestitionsbedarf in den nächsten 25 Jahren von etwa 765 Millionen Euro, um die Schlösser und Gärten so zu erhalten, wie sie sich präsentieren und wieder in einem vertretbaren Zustand zu versetzen. Einige müssen dringend saniert werden. Es gibt mittlerweile einen sehr, sehr lobenswerten Masterplan, den Herr Professor Dorgolo, der Generaldirektor, mitverhandelt hat der 155 Millionen Euro deckt. Ähm, aber wenn man alleine weiß, dass die jährliche Pflege und Instandhaltung äh, 30 Millionen kostet, wovon etwa 5 Millionen durch Drittmittel gedeckt sind, dann sehen Sie, was da für Lücken klaffen. Und jetzt geht es mir überhaupt nicht darum, diese simple Rechnung aufzumachen, na dann braucht man nur ein paar Fotogenehmigungen und dann wird das schon bezahlt. Natürlich nicht, darum geht es nicht. Was ich aber bei der Diskussion erstaunlich finde, ist, dass eins immer wieder. Kaum oder wenig Beachtung findet. Ich finde find es völlig nachvollziehbar, dass wir als Bürger dieser, dieses Staates die Steuern zahlen, einen solchen Park besuchen wollen, ohne da noch zusätzlich was zu zahlen, wobei auch das schon schwierig wird angesichts der Zahlen, die ich eben dargestellt habe. Und ich kann es auch total nachvollziehen, dass wir unsere Fotografien für unsere privaten Zwecke dort umsonst machen wollen. Ja aber daraus dann zu schließen, dass auch jeder das können muss, das verstehe ich nicht, denn am Ende des Tages bedeutet es doch, wenn man das jetzt mal volkswirtschaftlich betrachtet, folgendes. Derjenige, der dann da reingeht und es für sich kommerzialisiert, um eine DVD herzustellen, der freut sich darüber, dass wir alle Steuergelder zahlen. Ich verstehe das völlig, dass man private Nutzung gestatten soll. Aber Warum muss ich denn mit meinen Steuergeldern jemand anderes, der es für sich kommerzialisiert, um seinen Gewinn zu machen, subventionieren? Das sehe ich nicht ein. Also eine, ein Argument, und das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich jetzt sozusagen Einnahmensteigerung für öffentliche Kulturinstitutionen das Wort rede, obwohl das auch an eigenen Stellen sicherlich sinnvoll wäre, ähm, hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass man, dieses, diese Logik mal zu Ende denken muss und dann sich fragen muss, was bedeutet das denn dann, wenn man Dritte in diesem konkreten Fall jetzt bei den bei den bei den Fotografien, wenn man solchen Dritten es erlaubt, frei zu kommerzialisieren, ohne die öffentliche Hand partizipieren zu lassen, und das ist genau auch das, das Argument, warum ich Schwierigkeiten damit habe, dass das Urheberrecht für die öffentliche Kulturinstitution ähm, zurückgefahren werden sollte. Ähm, ich gebe Ihnen recht, dass, ich, ähm, dass man sich fragen kann auf den ersten Blick mit ähm, Es ist bezahlt worden, ja, aber umgekehrt, warum soll ich denn dann den kommerzialisieren lassen, der ähm, ohne dass er da selbst was für tut? Mit unser Steuermittel im Grunde genommen sein eigenes Geschäft aufbaut. Der wird natürlich damit nicht ähm, das nur auf Steuermitteln aufbauen, gar keine Frage. Aber immerhin hat er einen gewichtigen Vorsprung, denn wenn äh, die Stiftung die äh, mit unser aller Steuermittel diese Sanierung nicht machen würde, könnte er eine solche DVD ähm, zu einem, einem, äh, einem Welterbe wie Sanssouci äh, nicht mit für ihn großen Erfolg äh, verwerten also das finde ich sollte man äh, zusammenhalten und dann sollte ich, sollten wir glaube ich noch den schritt weitergehen der hier natürlich getan wird in, in, in der, im, im großen thema und uns darüber im klaren sein dass wir in der tat offensichtlich verstärkt weniger über eigentumsrechte reden als über zugang. das buch von rifkin ist allgemein bekannt ähm, es gibt das übrigens schon länger das finde ich so, ganz, so faszinierend bei der Diskussion im geistigen Eigentum, dass es an verschiedensten Stellen in der öffentlichen Diskussion solche Diskussionen gibt, ohne dass sie zusammengeführt werden. Das finde ich sehr, sehr löblich, wenn es gelingen würde, das einmal zusammenzuführen. Hier ausgerissen nur als Beispiel zwei Regelungen aus Forschungsrahmenverträgen der EU. Die EU... Ähm, hat bei ihrer Forschungsförderung im, ähm, im Umfeld von Großmit äh, Großforschungsvorhaben ähm, entsprechende Regelungen in ihren Rahmenverträgen drin, die Open Access fordern, ohne allerdings auch da wiederum eine Abstimmung auf die Patentrechte der Betroffenen. Einzelunternehmen herzustellen. Dann haben sie dann ein Konglomerat von zehn Institutionen, die daran mitwirken, die zu Open Access verpflichtet sind, ohne dass das inhaltlich miteinander funktioniert. Insofern ein Beispiel nur wäre ich sehr dankbar für eine weitergehende Diskussion darüber, wie Open Access mit Eigentumsrechten und mit Schutzrechten zusammengeht, und eine weitere Öffnung der Diskussion auch in Richtung andere Schutzrechtsbeteiligte. Ich meine daher, jetzt komme ich zum Schluss, man müsste differenzieren. Wir müssen einerseits zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum differenzieren. Beim Sacheigentum, egal ob Immobilien oder Mobilien, gibt es meines Erachtens bislang kein, kein Recht auf freien Zugang. Es gibt gegebenenfalls Teilhaberechte. Ob es ein Recht auf freien Zugang zu Sacheigentum geben sollte, ist, sollte dann auch so klar diskutiert werden in der Öffentlichkeit und es nicht an solchen... Lächerlichkeiten wie so einer Knipsgebühr festzumachen meines Erachtens, sondern wir müssten dann eine Grundsatzdiskussion darüber führen, ob sie in meine Bibliothek rein können sollen. Und auf der anderen Seite eben das geistige Eigentum, was davon zu trennen ist. Darum bitte ich sehr, diese, diese, diese Unterscheidung auch klar zu haben, dass bei geistigem Eigentum ist nicht ist der Zugang zu geistigem Eigentum nicht zwingend mit einer Verletzung vom geistigen Eigentum einhergeht? Denn Informationen ähm, und der Schutzgegenstand geistiger Güter sind durchaus etwas Unterschiedliches. Das, ist, äh, das eine kann man haben, ohne das andere äh, wegzuschmeißen, sage ich mal salopp. Ähm, das ist also meine, äh, meine Message. Ich bin dafür, äh, zu differenzieren. Zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum und darüber nachzudenken, ob man diesen Zugangs, diese Zugangsdiskussion nicht allgemeiner führen müsste, dann wäre sie meines Erachtens ehrlicher. Das haben einige ja auch schon erkannt, wie man bei dem schon erwähnten Google Books-Projekt gesehen hat. Andere haben es vielleicht noch nicht erkannt, bei dem nicht bedachten Veröffentlichungen der ein oder anderen Piratin. Aber auch da werden wir sicherlich noch einige sehr Interessante Diskussionen bekommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und höre auch gerne nachher noch, ich bin noch ein bisschen länger da, wenn Fragen bestehen.